Es gibt ja so einige Gründe, weswegen du vielleicht dein WhatsApp mit einem Fingerabdruck sichern möchtest, damit nicht jeder, der dein Handy entsperren kann, auch deine WhatsApp-App öffnen kann. Das geht, indem du einen Fingerabdruck beim Öffnen der App hinzufügst und wie das funktioniert, das zeige ich dir in diesem Video. Dafür habe ich mir die WhatsApp-App einmal geöffnet und gehe dann auf die drei Punkte oben rechts und wechsle in die Einstellungen. Die entsprechende Option, die verbirgt sich hinter dem Punkt Datenschutz. Und hier kannst du etwas nach unten scrollen und dann die sogenannte Fingerabdrucksperre einrichten. Die ist bei mir aktuell deaktiviert. Ich möchte aber in Zukunft mein WhatsApp mit Fingerabdruck immer entsperren müssen. Und das musst du auch einmal bestätigen, indem du den Fingerabdruck hier einmal hinterlegst. Und jetzt ist wichtig, dass du noch konfigurierst, ob WhatsApp immer bei jedem Schließen der App sofort gesperrt werden soll, ob es nach einer Minute, die du WhatsApp nicht mehr verwendest, gesperrt werden soll oder erst nach 30 Minuten. Außerdem gibt es ja oben in deinem Handy immer diese Benachrichtigung. Da stehen ja teilweise schon die ersten Sätze des Chats. Wenn du auch nicht möchtest, dass das ohne Entsperren sichtbar ist, dann solltest du den Haken unten bei Inhalt in Benachrichtigungen anzeigen deaktivieren. Dann ist das nicht mehr zu sehen. Nun haben wir hier die Fingerabdrucksperre nach einer Minute drin. Nun habe ich meine WhatsApp-Fingerabdrucksperre ja aktiviert, die App richtig geschlossen und wenn ich sie mir nun öffne, nun ja, dann müsste ich jedes Mal meine Identität mit meinem Fingerabdruck zunächst bestätigen. Ich hoffe, dieses Video hat dir weitergeholfen. Wenn dem so ist, dann abonniere doch gern Tutorial Center für die kompaktesten Tutorials auf YouTube und schau dir weitere WhatsApp-Tipps und Tricks in dieser Playlist an.